Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. So, wir gehen jetzt erstmal diese Dusche reparieren. Morty, lass mal stehen, weil der hat ja jetzt schon gebrechen. Das geht ja gar nicht. Und mal schauen, was haben wir denn noch? Wenn wir die Dusche repariert haben, können wir mal schauen, wen wir hier anrufen. Oder was wir mal machen. Internet surfen ist natürlich jetzt nicht so. Job kündigen, nein. Reisen mit. Ist das Reisen? Nur der arme Mortimer. Er steht vor der Tür. Wird er eiskalt von mir abserviert, weil er zu alt ist? Ich meine, wenn schon, dann suchen wir letztens auch. Er ist halt Hausfreund jetzt. Der kann bei uns ein bisschen wohnen, der kann bei uns ein bisschen Chaos machen, kann auch gerne aufräumen. Aber ich suche mir irgendwas Jüngeres. So hier so Business-Geschäftsmann irgendwie oder Banker oder so. Das wäre doch cool. Das sieht aber auch aus hier in meiner Wohnung. Das ist echt nicht schön. Ach komm. So, hier. Teile plündern. So. Richtig, wir hatten ja ein Telefonat getätigt. Wir gehen jetzt einfach mal in den Magnolienpark. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht attraktive Jogger finden. Florian. Gucken wir mal. Naja. Wen haben wir hier? Patrick, den kennen wir doch. Patrick hat dich ja sowieso schon mal so ins Auge gefasst. Hey, Patrick, na? Ich setze dich mal zu dir. Und während wir spielen, können wir, wenn ich mich nicht irre, auch plaudern. Dank den neuen Logikfähigkeiten von Garderul kann er jetzt Karten spielen, Schach spielen und wissenschaftliche Instrumente benutzen. Steigende Fähigkeiten erhöht sich zudem die Chance, Spiele zu gewinnen. Beschämt? Was ist denn da passiert? Ach wo, mich wegstecken, das war eine unangenehme Unterhaltung. Na, läuft nicht so gut. Lernen wir ihn mal kennen, was hat er denn für Hobbys? Ja, das war schon besser. Oh, er will über Sport reden. Und wir reden über Flugzeuge. Freundlich. Reden wir über was kochen. Das können wir ja so ein bisschen. Gucken wir mal, ob ich dann kochen muss, wenn ich ihn heiraten werde. Aha, ein Haufen Hundescheiße in Weiß. Oh, das mag er. Okay. Ich soll das für ihn kochen, okay. Dann über Interessen reden. Mal schauen, was hat er denn da so? Musik. Aha. Also bauen wir erstmal Musik bei uns zu Hause ein. Mobs, Lefitar. Oh, Fragen wir mal, wie es ihm ging. Ja, wo denn hin? Hallo, warte mal. Oh, ich glaube, er ist von uns genervt. Aber er kommt nochmal. Das ist ja nett. Ja, macht er. Sehr gut. Dann können wir wieder nach Hause gehen.
Weil die lernen wir noch kennen. Ah ja, ich muss nach Hause, ich muss mich duschen. Wie machen wir denn jetzt? Ist er wieder zurück? Zurück nach Hause, da geht's doch. So, erstmal hier. Wir gehen ja mal, aber mit Patrick, das läuft. So, ab nach Hause, da müssen wir uns mal duschen, glaube ich. Und dann noch was essen und dann ab ins Bett. Es ist schon wieder spät, wir müssen morgen wieder früh raus. Wo richte ich jetzt eigentlich hin? Wie weit muss ich denn da laufen, bis ich da hier rauskomme? Hier vorne? Wo ist denn hier der Ausgang? Da ist der Ausgang, okay. Also, wir merken uns, wenn wir im Park gehen oder vielleicht ins Fitnessstudio, können wir schöne Leute kennenlernen. Schöne Leute. Und der Patrick sieht auch aus wie ein Banker. Nee, was gibt's denn eigentlich für Beruf? Also, ich glaube so, was wir ausgewählt haben, ist ja schon relativ... Ach, der Mortimer ist ja schwer zu Besuch. Mit dem stinkt's auch. Duschen. Dann verwenden. Dann Teile plündern. La 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 la. Also mit der Hygiene, das geht schon mal ganz gut hier in der Dusche. Dann einmal Pipi machen. Ach, das tat gut. Das war, glaube ich, nicht Pipi, ne? So, Teile plündern, dann bitte den ganzen Scheiß wegwerfen. Dann bitte zu Abend essen. Macaroni mit Käse. Und dann gehen wir bitte schlafen. Oh, war ja. Aber wir werden morgen wach werden und wir werden so einen Hunger haben. Aber du könntest ruhig mal aufräumen hier, Kollege. Ja, das wird natürlich zechte Nacht hier. Aber immerhin, der Mortimer fühlt sich schon mal wohl. Was der wohl jetzt sagt, wenn wir mit dem neuen Knacker ankommen? Hm. Das wird bestimmt ein Schock für den alten Herrn. Wie spät haben wir es? 3 Uhr? Na, dann schlafen wir mal aus. Uhr. Naja, ausgeschlafen sind wir. Dann gehen wir mal frühstücken. Eier und Toast. Ja, dass du dich unwohl fühlst, wenn du die ganze Nacht da rumhängst. Ja, kochen. Das läuft ja schon mal bei uns. Auch auf dem... Oh, auf dem Herd allerdings nicht. Den Herd, den müssen wir echt nochmal... Eieieiei. Das sieht aber auch aus, was ich hier mache. Hilfe. Junge, Junge, Junge. Müssen wir heute auch zur Arbeit? Jo, in 3 Stunden. Hat keiner gesehen? Komm, mach weiter. Lecker, lecker, lecker. Und da. Mmh. So, jetzt aber. Mmh. So, was möchtest du jetzt? Befördert werden. Jemand umarmen. Ja, das können wir gleich machen. Oh, musst aber erstmal hier aufräumen, Kollege. Das sieht aus. Plaudern mit... Patrick. Oh, siehst du, schön aufräumen. Das nächste, was wir uns dann vielleicht mal gönnen könnten, wäre eine Spülmaschine. So, und dann können wir die Zeit noch nutzen, um an unserem Job zu arbeiten. Stopp, du gehst mal hier hin und machst mal... programmieren. Und zwar ein Spiel modifizieren. Blickblock. Ist ja jetzt Modder hier. Ja, bei Mod-Hoster starten. In einer Stunde muss ich zur Arbeit. Okay. Und Pipi machen könnten wir noch eben.
Oder auch nicht. Gut. Ja, und dann ist die Überlegung, ob wir dann wirklich hier dann irgendwann mal das hier noch um... Oh, was ist denn im Schlafzimmer passiert? Was ist das denn? Moment, 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 das geht ja gar nicht. Oh, 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 da wird wieder geschimpft. Jetzt hör mal auf hier zum Nerven mit deinem Kram hier. So. Gott, was war das denn? Geht ja gar nicht hier, da schimpft der wieder mit mir. Ja, wir wollen Geld verdienen, wir wollen Karriere machen und wir wollen uns jetzt mal den Patrick anlachen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Es dürfte ja ein bisschen aufwendiger sein, als irgendwie so eine Dame zu beeinflussen. Ich meine, Frauen kann man ja mit ein bisschen... Ne? Das ist ja... So, was hat er jetzt für Probleme? Du musst natürlich erstmal was essen, genau. Buntbarsch aus der Pfanne. Jetzt schneidet er sich wieder. Aber dafür schmeckt es richtig gut, ne? So, und dann laden wir mal... Moment. Plaudern mit. Einladen hier abzeigen. Patrick. So, was haben wir hier denn? Moment. Ziemlich lecker. Das war ein echt köstliches Gericht. Ja, ich bin schon geil, ne? Dekoriert, wegen guter Haltung, sorgen für schöne Umgebung und ich bin Spieltrieb. Okay. Was machen wir mit dem? Verrückt anfunkeln. Oh. Na? Da haben wir Spaß, ne? Ja, da haben wir Spaß. So, was können wir noch machen? Wir fragen mal nach seinem Tag. Wieso soll... Wieso... Wieso können wir den eigentlich nicht hereinbitten? Oh oh. Hallo? Einladen zu. Jetzt hör mal auf da mit deinem Internetzeug da. Kümmer dich mal hier um die echten Menschen und red da nicht nur online. Aha, jetzt aber. Zu was können wir ihn denn einladen? Ah, wir können mit ihm irgendwo hingehen. Aha. Ins Museum. Nachtclub. Fit wie ein Turnschuh. Ich weiß nicht. Sollen wir mit ihm mal irgendwie... Wir gehen mal mit ihm in den Nachtclub. Ich weiß aber nicht irgendwie... Wir wollen ja auch mal ein bisschen die Stadt erkunden hier. Vielleicht gefällt ihm das. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt er sich, Alkohol trinken ist doof. Lassen wir mal lieber. Fensterläden werden verschraubt. Ja, das ist wichtig. Sonst fallen die nämlich runter. So, da sind wir auch schon. ich habe ihn noch eingeladen. Wo ist er denn? Patrick? Wir bleiben mal ein bisschen spitzbübisch. Was haben wir denn hier eigentlich für ein Problem? Spaß. Gefällt ihm. K.O. schlagen? Nee, lieber nicht. Mehr Auswahl.
lustig. Witz. Witz ist immer gut. Bewunderung ausdrücken. Gucken, ob ihm das gefällt. Gefällt ihm. So, können wir hier irgendwie schlafen? Nee. Können wir hier Spaß haben? Wir können Leute kennenlernen, wir können zur... Genau, wir können tanzen. Oh je. Und dann müssen wir auch irgendwann mal ins Bett. Tanzen wir mal mit, Patrick. Was ich halt jetzt irgendwie nicht verstehe. Also was ich jetzt gerne noch haben würde, wäre, dass man mal hier irgendwie Beziehungen... Simologie. So, wir verabschieden uns mal von ihm. Und dann gehen wir nach Hause. Ja, läuft doch irgendwie. Ich habe jetzt eigentlich noch das Problem, ich weiß halt nicht, was für einen Job er hat und was für ein, was er noch so für Interessen hat. Das müssen wir irgendwie rausfinden. Aber grundsätzlich wird es so langsam Zeit für uns ins Bett zu gehen. So, das war ein schöner Abend und wir gehen pennen. Ja, so schaut's aus. Gut, müssen wir noch irgendwas machen? Müssen wir noch irgendwie essen oder so? Hatten wir nicht schon? Mal eben schauen. Oh, der schläft gleich im Stehen ein. Ne, wir gehen aber den Pipi machen und dann gehen wir ab ins Bettchen. Ah, komm. So. Dann gehen wir schlafen. Ja, wenn ihr geschlafen geht, guckt ihr natürlich noch vorher in den Sendeplan unter tv.gardehoe.de. Da findet ihr ganz viele fantastische andere Sendungen, wo hier in dem Kanal stattfinden. Was für ein Schwäbisch. Die es in unserem Kanal gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr da noch das eine oder interessante für euch findet. In 6 Stunden müssen wir zur Arbeit. Da müssen wir ein bisschen bei unserer Karriere arbeiten, würde ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder hier in The Sims 4. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.